Liebe Freunde, wie ergeht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich euer, euch liebender Loaf Giant. Willkommen zurück zu The Elder Scrolls 3 Morrowind. Und wie ihr das bestimmt am Geruch schon entnehmen könnt, ja, es ist korrekt. Solstheim liegt nicht mehr in allzu weiter Ferne. Das heißt, wir schauen schon mal fröhlich in die Zukunft. Nicht nur, weil wir jetzt die Quest mit Crestius Curio für Haus Lalu angehen. Wunderbar, ich liebe euch Leute hier. Ihr seid in meiner Männer, ihr seid großartig, ihr wisst genau, was gut ist. Genau, nicht nur, weil wir jetzt für Crestius Curio ein paar Sachen für Haus Lalu verrichten werden. Nicht nur, weil wir hier mittlerweile unsere Männer schon haben. Alles, das komplett hier gehört uns. Läuft wunderbar. Sondern weil eben auch Solstheim bald ansteht. Da schaue ich auf jeden Fall schon mal sehr gut und positiv in die Zukunft. Und ich hoffe, ihr tut selbiges, während wir diesen Kollegen mal ordentlich ins Nirvana schicken. Fast zumindest. Vielleicht mal der Crit hat gereicht. Ist ja wirklich Betty Natchez, mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen im Vergleich. Das sah jetzt eher aus, als ging es daneben. Dedicated Servers for the win. Aber ja, wie angesprochen, Betty Natchez ohne Scheiß. Die Kollegen sind, mit denen ist zu rechnen. Warum kann ich den hier nicht sezieren? Naja. Denn wenn wir das ganz mal vergleichen, ich habe doch irgendwo gerade... Ah, hier. Sieht man gerade so schlecht den Bull Natch. Ich weiß gar nicht, ob wir den von hier aus treffen. Das war ein One-Shot. Und bei so einem Betty-Natch, bei so einem kleinen, brauchen wir mindestens 2 Shots, selbst wenn wir den Crit hinkriegen. Und warum ich hier die Kollegen nicht sezieren kann, ist mir jetzt mittlerweile echt befremdlich. Aber gut, wollen wir es dabei belassen, nicht wahr? Solange ich den Kollegen da sezieren kann, ist mir alles recht, dann ist das Game nicht verbuggt. Gut. Ja, das funktioniert, alles klar. Nix Hound, kannst gerne auch nochmal kurz in meinen Speer reinrennen. Und wir benutzen mal, aber ich glaube, meinen Mark habe ich mittlerweile in, sorry, Verperlung, Balmora gesetzt. Minute of Recall, denn das müssen wir auf jeden Fall wieder beim guten, genau, müssen wir jetzt erstmal wieder beim guten Crestius Curio setzen. Ich habe, glaube ich, noch, ja, die ganzen Sachen hier vom letzten, ach, da ist wieder dieser Bug, dass ich hier nicht die ganzen Values sehen kann. Das geht nach einer bestimmten Zeit weg, weiß gerade nicht, wie genau. Aber ja, ich habe noch von unserem letzten Akt für unsere Männer, habe ich noch das ganze, die ganzen Sachen im Inventory, die ich nicht brauche. Das heißt, ich werde mal ganz kurz hier die ganzen Sachen verkaufen und dann ist direkt hier Crestius Curio natürlich an der Reihe. Mark Spell ist gesetzt. Ich glaube, wir haben uns allerdings die Quest schon abgeholt. I'm glad you stopped by. I only love our legendaries, Junior. I may have some business to discuss with you. Okay, wir haben es letztes Mal kurz angesprochen, aber ich glaube noch nicht im Journal letzten Endes vermerkt. House Redoran built a stronghold without a, genau, charter from the Duke. You're the perfect wood elf to teach Redoran Lord Benden Indaris a lesson. House Redoran also has an uncharted stronghold. The Redoran stronghold of Indaris Manor in the east side of the road from Eldrun to Margan, in a place called the Bal Isra. Go there and kill the master of the stronghold, Bandin Indaris. I know you will not disappoint me, Pudding. House Redoran, also ja. Okay, zwischen was? Eldrun und Margan. Okay. Gucken wir nochmal genau nach, dass wir hier auch nicht den, dass wir nicht den falschen kaputt hauen. In Darius Manor, genau. Schauen wir uns das mal an, wo wir das hier genau finden. Es gibt hier einen Dungeon, der heißt Milk. Das ist auch interessant. Okay. Aber denn da haben wir Aldrun. Okay. Ja, das sollten wir finden, das ist kein Problem. Wird gemacht, mein lieber Pudding. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsbeschreibung von Karius uns gegenüber. Ja, ist okay. Langsam haben die Kollegen das ja echt nötig, uns anzusprechen. Was ich ganz okay finde auch. Sobald mich hier die ganzen Ordner, die das ebenfalls einigermaßen nett anflehen, wollte ich schon sagen, nett ansprechen, soll es mir recht sein, dann haben wir das erreicht, was ich auf jeden Fall erreichen wollte. Plus die 100.000 Draken logischerweise, bei denen wir übrigens mittlerweile weniger entfernt sind als das letzte Mal. 66.903 Draken nennen wir mittlerweile unser eigen. Das
heißt, wir sind in 100.000 gar nicht mal so weit entfernt. Wir haben schon über die Hälfte geschafft. Weit über die Hälfte. Und natürlich, wie wir wissen, ist Aldrun relativ weit weg vom Wasser gebaut. Bei Moran. Deswegen können wir logischerweise das Ganze nicht mit dem Boot erreichen. Und von Balmora nach Aldrun, unser Lieblingsort. Ja, genau deswegen. Wunderbar. Direkt on cue. Schauen wir mal, dass wir hier den The Root Sandstorm erstmal abwarten, weil während dem The Root Sandstorm habe ich keinen Bock, hier rumzupilgern. Darf ja nicht mal sein. What? Ey, what the fuck? What the fuck, Aldrun? Geht doch. Gott, ich hasse Sandstorms. Okay. Von Aldrun aus in die Richtung haben wir mal Garn vermerkt. Ach, Balisra, das ist ja sogar. Okay. Weiß ich, ob das genau das ist? Schauen wir mal kurz. Margan, wir haben Gnissis. Margan war... Ah doch, Margan haben wir hier, genau. Und wer hat das beschrieben? The Redoran Stronghold of Indarius Manor is on the east side of the road from... Ah ja, okay, from Aldrun to Margan in a place called the Bal Isra. Also direkt zu Bal Isra. Okay, anscheinend... Es kann sein, dass er uns das auf der Karte vermerkt hat, was ich ganz okay finde. Was mit denen... Das ist kein Dreamer. What is this regarding Bosma? Please, can you help me? My husband and I... Oh, we're traveling through here and we were attacked by a pack of wild Nixhounds. Haben wir nicht sowas schon mal gemacht? There were at least three of them. They seemed to come out of nowhere. My husband, Daryl Indarin, tried to fight them off, but they were too much for him and he was forced to flee. I tried to play dead. Das haben wir schon mal gehabt, sowas. In hopes the hounds would find no sport in me. I just hope I can find Daryl before the hounds come back. Sicher. You're willing to do that? Thank you so much. I'm sure he didn't go too far because the hounds seem to have heard him. If I remember correctly, he ran off to the west, but in all the confusion, I can't be sure. Ey gut. Westen wäre dann in die Richtung, in Richtung Aldrun zum einen und zum anderen ist es genau entgegengesetzt in der Richtung, in die wir eigentlich gehen müssen. Aber wir hatten das aber schon mal. Das war aber hier oben in der Nähe von Kuhl, war das? Zwischen Kuhl und dem Ushilaku Camp, glaube ich. Da hatten wir schon mal sowas. Ah, hier haben wir Nixhounds. Aber das ist Osten. Steht da vorne jemand? Seht ihr das? Genau hier? Ich würde sagen, aber hier haben wir Nixhounds. Boom! Hier hatten wir Nixhounds, um genau zu sein. Ich guck mal, ob da vorne jemand steht. Das kann auch sein, dass es einfach nur eine Pflanze war. Und genau so ist es auch. Kann er definitiv nicht sein, aber zum anderen, wie angesprochen, ist es... Wow. Ist es allerdings auch nicht Westen, sondern im Osten von ihr aus gesehen. Oder von der Karte aus. Also ist immer die Frage, von welchem Angle spreche ich jemanden aus an. Deswegen wird, denke ich mal, einfach die Karte dann herhalten müssen. Aber Westen ist halt fucking in Aldrun. Und das kann nicht sein. In Aldrun gibt es alles, aber keine Nixhounds. Aber ja, weit kann er auch nicht gekommen sein. Hier haben wir unsere Blair Witch Project Stonehenge Formation. Gut, ich sehe ihn hier zumindest jetzt auch gerade nirgendwo. Von daher muss er wohl verschollen sein. Ah, oh Gott, haben wir jetzt wieder das Problem, dass ich ja stuck bin. Und nicht nur mit... Ja, okay. Travel St. Pants. Damit kommen wir eigentlich immer weg. Fuck. Okay. Nicht lang genug gecharged. Egal. Bal Isra ist. Und ja, Problem ist natürlich, dass wir mit den Travel Stain Pants nicht rennen können. Deswegen ist Boots of Blinding Speed mit denen eigentlich immer ein Muss. Ich habe gerade meinen Freund. Oh. Oh, hallo. Der ist ja schön hier rein schlawinert. Das ist fucking Osten. Westen. Ja, logisch. Outland. You've spoken to Falanu, then she's alive. Let's get back to her quickly. Yo. Ne, Moment, das ist Westen. Ups. Hä? Hat sie jetzt Osten oder Westen gesagt?
By hiding among some rocks. He fled to the west. Ups, das war Westen. Was hab ich da mit Osten gehabt die ganze Zeit? Na, ist egal. Moment, genau. Da waren die Nick-Sounds. Der Kollege kommt hoffentlich hinterher, wenn er hier nochmal ein bisschen zum Limit pusht. Und dann müsste die Kollegin, ja. Genau hier hinten sein. Na komm, Freundchen. Wir haben gesprochen, genau hier haben wir wieder den Grund, warum ich eher auf Summonings gehe und nicht auf Sklaven bzw. dann eben Mercenaries. Weil man Summonings ganz einfach wieder summonen kann. Ja, wenn du hier rüber guckst, dann weißt du auch genau wer. Und der Pop-Up. Thank the gods, we found her. I never thought I'd see her again. You finding me has truly been a blessing. Thank you so much for your help. I only love Alation Ladies Junior. I wish I had much more to offer you, but please take this book. It has meant so much to the two of us. I can only hope you find as much enjoyment in it as we have. Take care. A Dance in Fire. Chapter 2 has been added to your inventory. Value 150. Okay, Chapter 2. Ich weiß nicht, ob wir Chapter 1 das letzte Mal gefunden haben. Vielleicht. Aber gut. Haben wir wieder jemanden in Sicherheit gebracht? Wobei, so weit entfernt war er jetzt auch nicht. Gut, die Nick-Sounds waren vielleicht das Problem. Das Einzige, was sie letzten Endes separiert hat. Aber naja. Zumindest, wie angesprochen, haben wir wieder eine gute Tat getan. Wir haben unser Pfadfinder-Motiv wieder aufrechterhalten. Das heißt, wieder auf zum Bound Longbow. Und natürlich Richtung Bal Isra. Sehr gut. Krieg ich mein Arrow wieder zurück? Ey, okay. Ich wollte sagen, irgendwas hat das Game gegen mich, dass ich hier meine fucking Arrows wieder zurückhaben möchte. Das ist ein eindeutiger Scheme. Aber anscheinend geht's mittlerweile gut. Der ist auf jeden Fall tot. Wenn wir treffen. Genau so sieht's aus. Da hinten haben wir noch einen Bullnetch. Der gehört uns ebenfalls. Aber ich habe keine Ahnung. Passt das? Sehr gut. Ich hätte zuerst hier das Crosshair platzieren sollen und dann in Third Person gehen sollen. Aber naja. Man kann und nicht alles haben und man ist und nicht perfekt, ne? Genau so sieht's aus. So, Bal Isra. Bal Isra ist da. Dürfen wir da jetzt wirklich einfach komplett einmal durchperschen? Und secure, das ist anscheinend auch nicht die Prämisse. Was ist denn hier los? Ach so, was? Ja, okay. Naja. Viel Wind um nix. Hound. Dann haben wir noch Alit, glaube ich. Hinten haben wir noch einen. Rein von den anderen Dingern. Weiß den Namen gerade nicht. Sehen aber ähnlich, relativ ähnlich aus. Gua, genau. Ne, das ist auf jeden Fall ein Alit, ja. Guas sehen ein bisschen anders aus. Und deswegen habe ich, wie angesprochen, Haus Telvanni nicht genommen, weil wir es, oder war es Redoran? Nee, ich glaube, Redoran war es, in dem wir diese Häuser bekommen. Und es ist in der Nähe von Aldruin. Nee. You're not supposed to be here, Lalu. Okay. Okay. Wie heißt der Kollege? Vier Einträge für das Sidequest. 5, 6. To kill the Redoran Lord Banden Indaris. Wahrscheinlich hier dann, ne? Ja. Das könnte interessant werden. Ich glaube, wir brauchen den Ring of Khajiit hierfür. Why are you here? Interessantes Schild, liebe Frau. Not supposed to be here, Lalu. Denkt ihr? Habt ihr eine Ahnung, und wie ich hier sein muss? Moment. Oh, alright then. Okay. Der hält sogar ein bisschen was aus. Git God.
Oh, oh. Ah, okay, kein Problem, der trifft uns nicht. Okay, wir treffen ihn mittlerweile auch nicht mehr. Spear of Bitter Mercy Time! Gut, das scheint die Kollegen jetzt hier wenig zu beeindrucken. War er das? Benden Indaris, ja. Allerdings, was hast du denn hier? Oh, nice. Oh, nice. Oh, sehr gut. Oh, hell yeah. Fuck yes. Really, really good. 140, 140, 360. Okay, das bringt ein bisschen was an Kohle. Gut, ich habe jetzt gerade euren Lehnsherrn hier gerade umgebracht. Soll ich jetzt hier sein? Nee, aber noch weniger Disposition als vorher. Oh, Freunde, ich glaube, ja. Das gibt hier ein bisschen was an Loot. Sehr schön. Was ist denn hier alles? Okay, nur Trash. Okay, so, ja, es ist so ähnlich wie unsere Männer. Sehe ich gerade mit den ganzen Arrows, die hier noch rumliegen. Holy shit. Value 2000. Oh, hell yeah. Oh, hell fucking yeah. Epsilon 2000. Okay. Good. We're gaming. What the fuck? Yep. Yep. Was haben wir hier? Longblade und Heavy Armor. Na okay, brauchen wir in dem Fall jetzt eher nicht. Take all. Was das hier schönes. Yes. Natürlich. Das wäre Skuma. Gerne, gerne, gerne. Yes. Okay. Wir nehmen ja auch nicht alles mit, ne? Ein bisschen was lassen wir denen auch noch zum Leben. So ist es nicht. Kann ich ja schlafen? Kann ich sogar. Haha. Sleep in the bed of your fallen foes. 50, Seife. Seife ist immer gut. Okay. Schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Wir könnten in dem Fall jetzt hier auch so ein Open Spell Scroll machen, aber das hilft uns logischerweise nicht. Das war mir fast klar. Unseren Skill hier hochzukriegen. Reicht Journeyman? Nee? Dann brauchen wir einen Master Lock Pick. Yes. Ich überlege gerade nochmal Kaios Ring und Kaios Shirt einzusetzen für mehr Sneak. Aber ich glaube, immer mit dem nächsten... Fuck it. Mit dem nächsten kriegen wir es vielleicht hin. Kaios Ring. Ah ja, nur Kaios Ring. Das war Security. Ja, genau. Das andere war nur Sneak. Da bin ich doof. Aber trotzdem nice. 267 Gold. Hat sich, denke ich mal, gelohnt. Hier, wir haben den gerade umgelegt. Jetzt haben wir uns auch verdient, hier in seinem Bettchen zu schlafen. Ist ja wohl ganz klar. Oh, Moment, ich muss den richtigen Ring wieder equippen und vor allem den hier dequippen. Zack. Und dann das hier und den hier. Let's hear it. Also? Ja? Nee. Gut. War mir schon fast klar. I've got better things to do, so if you don't mind. Schade, dass die Kollegen uns nicht angreifen. Ihr habt Enchanted Stuff. Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. Und vor allem ist die Männer hier größer als meiner. Was soll was du die Scheiße eigentlich? Also glaube ich zumindest, dass es größer ist. Sieht zumindest stark so aus. Er hat eine fucking Bar. Just saying. Fucking really? Na gut. Das hätten wir erledigt. Ich guck gerade mal übrigens, ob es hier noch irgendwas anderes gibt, was ich eventuell machen könnte. Oder in Kenntnis setzen sollte. Naja, anscheinend nicht. Das heißt, wir können wieder... Also, wieder recallen und tschüss. Bam. Did you teach Brandon Indaris his lesson in his house Redoran fleeing from your wrath, sweetie? So Indaris, mana is no more. Good work, I only love for Legendary Junior. Please take these 1000 drakes from house Lalu. Nice.